Weiter geht's bei Timberborn, liebe Biberfreunde und solche, die es noch werden wollen. Und wir haben tatsächlich ja eine schwierige Phase vor uns. Wir gehen mal kurz in die Pause und dann zeige ich euch nochmal, was hier gerade Phase ist. Also, wir haben grundsätzlich erstmal ansatzweise genug Holz. Wir bauen hier gerade unseren Tank weiter. Dann werden wir den in Zukunft fluten. Dann haben wir ein bisschen mehr Wasser. Mit anderen Worten, wir haben doppelt so viel Wasser. Wir werden hier jetzt weitere Wasserpumpen bauen, wenn wir das entsprechend alles weggesprengt haben, damit wir genug Wasser produzieren können. Schwierige Sache. Und wozu ist das überhaupt alles gut? Also grundsätzlich haben wir ein bisschen geschludert. Das muss man einfach so sagen. Ja? Es gab am Anfang des Games ein oder zwei Möglichkeiten, dieses Spiel zu starten. Einmal lange Dürre, krass, oder viel Faulwasser, aber dafür kurze Dürren. So, jetzt kommen wir aber so langsam in diesen Bereich, wo die Dürren auch mal ein bisschen länger dauern könnten. Und das bereitet uns jetzt Probleme, weil wir uns durchaus auf Sachen konzentriert haben, die zwar geil sind, ja, so ein leckeres, so eine leckere Kohltasche gefüllt mit Mangrovenfilet und gestampften Blaubeerpilzsoßen dazu. Da läuft mir meinem Biberschnäuzchen das Wasser zusammen. Ja, wenn es denn noch Wasser gäbe. Und das ist genau das Problem. Wir haben nämlich auch gelernt, dass wir zu wenig Wasserpumpen haben. Wir bräuchten hier locker 20 Wasserpumpen, wenn wir denn genug Biber haben, damit wir eben unsere Wassertanks dort oben voll kriegen. Wir haben immer noch 15 Tage übrig und am Ende dieser Dürre sind diese Tanks alle leer. So. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil wir die Tanks mit diesen Dingern nicht voll kriegen, da brauchen wir 14 Tage für. Aber es kann durchaus sein, dass in 6 Tagen schon die nächste Dürre kommt. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt zwei Dinge machen in dieser Folge. Ansonsten ist das Let's Play relativ schnell vorbei. Wir müssen den Teil hier fertig kriegen. Und wir werden in der heutigen Folge, wir können das weiterlaufen lassen. Wir haben damit jetzt erstmal kein Problem. Und wir werden in der heutigen Folge, beziehungsweise doch, wir werden nochmal pausieren. Wir müssen nämlich noch mal ein bisschen planen, wie wir das genau machen. Und wir werden in der heutigen Folge dann das hier alles zuzimmern und dort oben die entsprechenden tiefen Wasserpumpen draufsetzen. So, das ist das Thema. Wenn wir nicht genug Wasser haben und wir das merken, dann könnten wir Ockep noch dicht machen und den noch irgendwo anders reinziehen oder die Pilzproduktion hier zumachen. Das braucht ja auch noch mal ein bisschen Wasser. Das sind ungefähr so also 5-8% unseres Gesamtwasserverbrauchs macht der gute Ockep. So, er hier oben, ja, der hat noch ein bisschen Wasser. Wir können hier noch mal ein bisschen reinlaufen lassen. Das ist hier für die Versorgung der entsprechenden Mangroven. Also das ist erstmal okay. Da müssen wir uns nicht so viel Gedanken machen. Dies passt schon. So, dann will ich hier oben eigentlich auch noch einen weiteren Wassertank bauen, damit wir auch im Fall des Falles noch weiter speichern können. Und da müssen wir auch die Rüstungsindustrie für anschmeißen, beziehungsweise die Versorgungsindustrie. Und das ist ja hier der große Okolyt und da brauchen wir 30 Stahl für. Tja, und da kommen wir genau in das Problem, den haben wir auch nicht. Ja, das ist ja genau das Problem, was also im Prinzip... Nein, also wir können es vergessen, weil wir haben ihn nicht. So, wir können maximal noch von den Dingern welche bauen. Aber noch einen großen Stahltank ist einfach momentan nicht möglich. Deswegen werden wir jetzt am Anfang die Prioritäten ein bisschen ändern. Und unsere Bibers müssen leider noch ein bisschen aufs Buckeln warten. Das wird alles verprioritisiert. So, alles weg hier. Auch auf das Ding müssen sie noch ein bisschen warten. Das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist tatsächlich das hier. Das ist ganz wichtig. Danach kommt auch schon der Teil hier. Und jetzt haben wir auch genügend Bretter. Jetzt werden wir mal gucken, was momentan alles an ist. Wir haben genau ein Industriesägewerk aktiv. Wir haben 2 Industriesägewerke aktiv. Ja, das ist gut. Das ist genau das, was wir jetzt gerade brauchen. So, dann können wir jetzt die Nacht weitermachen und hier vorne weitere Pumpen bauen. Das ist wirklich, wirklich... Hatte ich schon gesagt, dass das wichtig ist? Das mit den Pumpen? Ich glaube, ich hatte das schon erwähnt, ne? Also wir können hier eine bauen und dort eine bauen. Wir brauchen also dazu... Sind das hier Dreierhöhen? Nee. Das sind hier Einser. Und da sind es dann Dreier. Dann könnten wir hier...
Einmal Wupp und zweimal Wupp. So, dann haben wir zwei Pumpen mehr. Dann müssen wir vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass wir... Wo ist es? Dass wir die Teile wegsprengen. Das ist tatsächlich ja auch wichtig, ja. Ansonsten geht es da nämlich auch nicht weiter. So. Viele Probleme auf einmal. Und den Sprengstoff, den machen wir auch bitte mit Priorität 2. So. Die Dinger kriegen bitte auch Priorität und die entsprechenden Dingsies darunter auch. Alles klar. Gut, dann werden sie hoffentlich erstmal das hier fertig bauen. Das ist erstmal wichtig, dass wir hier doppelt so viel Wasser speichern können. Und ansonsten hattet ihr auch noch gesagt, hey Nerd, du könntest doch das Faulwasser hier auch noch besser wegleiten. Ja, ihr habt schon recht. Also man könnte überlegen, dass man das Faulwasser tatsächlich mit einem Kanal... mit einem Kanal hier komplett rausleitet. Ich hatte überlegt, ob wir das vielleicht sogar hier durchleiten können, das Faulwasser. Hier durch entsprechende Barrieren und da rein. Und dann habe ich, also das wäre theoretisch möglich. Und dann dieses Faulwasser über einen weiteren Kanal, so wie wir das schon ursprünglich mal geplant hatten, da hinten hin. Ne? So, jetzt müssen wir dem einmal pausieren. Der kommt nämlich hier nirgends mehr ran. Wir müssen erstmal das Gebäude dort oben fertig bauen. Das ist aber momentan keine Priorität. Das werden wir sogar runter priorisieren. Das Thema hier hinten hat jetzt wirklich gerade keine Priorität. Wenn wir verdursten, dann ist es völlig egal, ob wir Stahl haben. Ja. Ich sehe gerade unsere Biber, wie sie so einen Stahl... So einen Stahlbarren in der Hand haben und mit ihrer Biberzunge an diesem Stahlbarren lecken und sagen, aber wir haben doch wenigstens einen Stahlbarren und dann kippt er um und ist tot, weil er kein Wasser mehr hat. Nun denn, das wollen wir eben nicht. So, jetzt haben wir hier einen Holzfäller aktiv, wir brauchen mehr Holz. Napoku, du wirst bitte auch mitarbeiten hier bei uns. So, jetzt haben wir einige Bibers gestorben. Jetzt sind einige Bibers gestorben. Das ist einmal Crazy Dude. In der vierten Generation. Kobi ist in zweiter Generation am Leben. Und Chris Luva ist auch mittlerweile... Ich hoffe, mein lieber Chris, es ist okay, dass du hier oben residierst. Ich glaube, du bist beim guten... Ich glaube, du bist beim guten Red. Kann das sein? Ja, genau. Und du hast leider nicht den gleichen Job wie er, aber das ist dann so. Okay, so, weiter geht's. Wir können eigentlich jetzt auch wirklich auf Vollgas gehen. Das ist in dem Fall jetzt egal. So, denn wir müssen ja den Teil hier fertig machen. Wir produzieren jetzt ein bisschen Holz. Das ist da drin. Wir müssen jetzt... Vor allen Dingen auch aufpassen auf unseren Sprengstoff, dass wir den haben. So, also da wird kräftig gepumpt. Was ist denn jetzt hier mit unseren... Wie viele Biber haben wir denn jetzt hier am Bauen? Ja, eine ganze Menge. Es geht auch schon ziemlich fix da hinten. Holz kriegen wir auch im Moment genügend. Wie sieht es bei dir aus? Du hast auch noch genug Holz. Tja, es läuft, ihr Lieben. Es läuft, es läuft. Die Holzversorgung kann gerade so mit dem Bau hier stillhalten oder also dabei bleiben und so. Ihr wisst auch nicht, was ich meine. Und das ist jetzt hier, wow, das ist ja fast fertig hier. Das ist schon ziemlich cool, ne? Also das geht jetzt schon echt ratzfatz. Vor allen Dingen, wir haben auch gerade, was Bretter angeht, jetzt alles auf Lager, ne? Mega cool. So. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die mal 2 Stunden länger arbeiten sollen. Damit wir hier wirklich ein bisschen Hackengas geben. Wir müssen da jetzt nämlich echt fertig werden. Auch hier müssen wir, das müssen wir noch alles wegsprengen. Wie sieht es hier aus mit dem Sprengstoff? Ja, wisst ihr was? Wir müssen diesen Sprengstoff hier, den müssen wir abbrechen. Da ist ja noch nichts platziert, das ist ja kein Problem. Aber der muss abgebrochen werden, denn wir haben nur noch, in Anführungsstrichen, 85 Sprengstoff.
Und wir müssen einfach zusehen, dass dieser Sprengstoff jetzt hier genutzt wird, in diesen Bereichen. Das ist wichtiger. Wir müssen nämlich zusehen, dass wir das hier runtersprengen. Das hat einfach Priorität. So, tja. Und seht ihr, was ich sehe? Dös Battle Nerd, das Wichtigste vergessen. Einen Weg. Danke, Herr Nerd. Das ist natürlich super gelaufen. So, da muss natürlich noch ein Weg hin. Hier wird schon weitergebaut. Wunderbar. Und... oh, der Tank ist fast fertig, Leute. Geil. Sehr gut. Das heißt, wir können in der nächsten Dürreperiode den hier mit... nutzen. Und dann haben wir deutlich, deutlich mehr Wasser. Das müsste sogar, ohne dass ich jetzt tatsächlich nachgeguckt habe, ungefähr das Doppelte sein. So, was ist hier jetzt los? Lianster ist erwachsen geworden. Chris ist gestorben. Das hatten wir gesehen. Dann wurde Rita erwachsen. Und Scream ist gestorben. In dritter Generation. Und Kevin ist auch gestorben. Na, das wollen wir natürlich nicht. Mein lieber Kevin, du bist in der vierten Generation, glaube ich, mit dabei war das, ne? Nein. Naja, jetzt hast du eine Generation übersprungen, weil du eine Generation... ne, es ist passiert, ja? Da wurde in der Biber-Produktion wurde ein Fehler gemacht. Man hatte sich die falsche Nummer notiert. Kevin hat eine Generation übersprungen. Rita ist ein bisschen traurig, weil Kevin jetzt älter ist als sie. Aber das passiert bei Klonen halt. Das ist einfach so. So, und da... oh, er ist fertig. Er ist fertig. Der zweite Wassertank ist fertig. Mega. Sehr cool. So. Dann sind wir jetzt endlich an dem Thema hierbei. Könnt ihr das nochmal rausholen? Das wäre natürlich super. Kein Stauraum verfügbar? Ist mir egal. So, also da geht's weiter. Genau, du hast kein... du brauchst auch momentan noch nichts. Ja, jetzt haben wir natürlich genau die Sachen hier verbaut. Dann werden wir bitte jetzt die Sachen hier priorisieren. So. Das ist auch wichtig. Bitte sprengen. Bum, bum, bum. Perfekt. Nächstes Thema. Sprengstoff. Mhm. So, Elbpirat ist erwachsen geworden. Kevin starb. Das ist alles okay. So, also das sieht schon mal gut aus. Und jetzt ist das Wasser leer. Und wir... oh, wir haben genau 11 Tage, Leute. Laut meiner Rechnung reicht unser Wasser genau 11 Tage. Ich muss noch mal kurz gucken. Also laut meiner Rechnung reicht unser Wasser genau 12 Tage. Das ist natürlich jetzt eine echte Katastrophe. Das muss man jetzt mal ehrlich sagen. Aber wir haben jetzt genug Holz und können jetzt hier dafür in Ruhe weiterbauen. Wir checken mal die Situation oben in Biberli Valley. Wir könnten sogar eine Produktion hier stilllegen. Das braucht man nicht mehr. Wir haben genug Holz und ja, dann gibt es gleich nochmal ein bisschen mehr Holz. Jetzt gucken wir mal die Situation hier oben in Biberli Valley an, auf dem Hills. Was macht ihr gerade? Ja gut, ihr habt jetzt weder Holz, ihr habt 2 Arbeiter, ihr habt volle Lager, außer Mangroven. Die Frage ist, was können wir hier noch machen? Und das ist eigentlich für den Moment, wir hatten uns ja in den Kopf gesetzt, dass wir das alles mit Erde produzieren, mit Erde bauen. Und wir haben ja eh kein... also wir haben ja eh nichts zu futtern oder was anderes hier. Deswegen würde ich das erstmal so lassen. Wenn wir die Dürre überlebt haben und wir hier hinten die Sachen geschafft haben, dann können wir darüber, also wenn wir diesen Tank hier gebaut haben und das alles voll ist und alles, dann können wir darüber reden, was wir sonst noch machen. Was wir überlegen könnten, wäre tatsächlich hier wegsprengen. Das könnten wir zumindest schon mal platzieren. Hier einen zweiten bauen.
den Bereich bitte wegsprengen. Dann fließt es hier runter, hier runter, hier runter. Dann haben wir mehr Wasser. Ist das gut? Eigentlich nicht, weil wir schon zu viel Wasser haben. Aber wir müssen den Durchfluss erhöhen, damit die Tanks voll werden. Also könnten wir das machen, aber das müssen wir dann in der Dürrephase machen. So, jetzt hier unten. Müssen wir hier in Biberley Valley irgendetwas momentan machen, außer, dass unsere Leute hier leider nicht allzu glücklich sind mit dem, was sie momentan haben? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, dann habt ihr mir auch nochmal gesagt, Nerd, also das Ding ist noch komplizierter, als du das gesagt hast, denn die Biber können nicht nach da und die Biber können nicht nach da. Okay, das heißt aber, wenn ich das richtig, also wenn ich das richtig importiere, oder also wenn ich das richtig sehe, hier sind ja Bretter und Mangrovenfrüchte. Das heißt, die Einstellung gilt natürlich für den Distrikt, ja, aber die Biber sind nicht diejenigen, die das hier holen, sondern die Biber holen den Kram hier. Das gilt für den Distrikt, aber die Biber holen das hier, was da steht. Und die Biber, die da sind, kommen von hier und holen, also holen das, was da steht. Und die Biber, die da stehen, holen das, was hier steht und bringen dann den Kram wie Bretter und Mangrovenfrüchte dahin. Und, okay, kompliziert. Wir wollen hier auf jeden Fall keine Bretter haben. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Keine Bretter hier haben. Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann schreibt das bitte gerne mal in die Kommentare. Also dieses Ding ist mir wirklich maximal suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist aus den Zeiten geworden, wo es einfach nur gute Verteilungszentrums gab? Ich fand's cool. Gut. Also, wir können auf Vollgas weiterlaufen lassen und jetzt hier vorne weiterarbeiten. Das ist wichtig, da haben wir nichts zu tun. Wir haben immer noch zwei arbeitslose Bibers. Dann können wir dort nochmal aufdrehen. Wir können da gerne nochmal auf 8 gehen. Und wir haben, Moment, wieso haben wir 3? Wieso haben wir 3 offene Jobs? Wieso haben wir... Okay, jetzt ist es einer. Alles klar. Wir brauchen auch noch weitere Betten. Das ist auch noch ein Thema. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. So, Shadow Mio ist gestorben. Dich können wir nämlich auch gleich wieder hinzufügen. In Generation 3, alles klar. Und der Elbpirat, das passt alles. Gut. Ja, jetzt können wir eigentlich nur noch warten und gucken, bis die hier weitergebaut haben. Einmal dort sprengen, bitte. Dann bitte den hier und den hier. Und einmal Hackengas, liebe Biber. Wunderbar. Wunderbestens. Können wir natürlich auch noch einmal quer gehen. Und dann sind wir an der Stelle fertig. Dann könnten wir... Ich weiß nicht, ob wir das hier noch sinnvollerweise wegsprengen. Müssten wir eigentlich tun, ne? Die Frage ist, ob wir... Wenn wir das hier drehen, hier vorne noch eine Wasserpumpe hinkriegen, das müsste eigentlich machbar sein. Wenn wir das mit F spiegeln, ja, das geht. Ja, das geht, aber das machen wir noch nicht jetzt. Wir sprengen erstmal die beiden Sachen weg und bauen da nochmal ein Stückchen weiter. Das ist nochmal wichtig. So, Swarty ist gestorben. Du kommst natürlich auch wieder mit dazu. Swarty in Generation 4. Jetzt müssen wir einmal gucken, wie viel Wasser wir hier haben. Das könnte langsam ein bisschen wenig werden. Wir füllen mal ein bisschen nach. Das geht leider nur in Dürren. Tja, Moment.
Einmal ganz auf, bitte. Kein Wasser verschwenden. Aber so wie das aussieht, wird das Ding einfach nur voll. Ja. Gut, das war's. Mehr Wasser gibt's nicht. Also wir haben es einmal voll gemacht. Dann hätten wir es hier. Und es ist wieder randvoll. Das sollte jetzt hoffentlich die 8 Tage reichen. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Und jetzt bleiben wir mal hier vorne und gucken. Und jawohl, er ist fertig. Einmal sprengen. Bäm. Sehr gut. Nächste Reihe. Einmal da bitte. Einmal da bitte. Haben wir noch genügend Holz? Haben wir. Und das Ganze bitte auch wieder priorisieren. Sehr schön. Wie viel Sprengstoff haben wir noch? Wir haben noch genau 72 Sprengstoff. Das reicht auch hin. Dann können wir nämlich dort auch weiter sprengen. Und dort noch runter sprengen. Dann könnten wir überlegen, ob wir... Jetzt haben wir hier 2 Pumpen. Wenn wir das hier fertig haben, dann kriegen wir eine 3. Pumpe rein. Sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt schon die Pumpe platzieren. Dort. So. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir noch weitere Pumpen reinkriegen. Auf jeden Fall in meinen Augen hier hinten. Dazu müssen wir aber auch den ganzen Bereich tiefer sprengen. Wir sind bei 2200 Wasser. 7 Tage. Also beim Wasser mache ich mir, wie gesagt, jetzt nicht ganz so viel Sorgen. Das reicht. Das Problem ist, wir müssen jetzt in den nächsten 7 Tagen dafür sorgen, dass wir genügend Pumpen haben, um das Ding wieder aufzufüllen. Und unser Holzvorrat sieht noch... Was ist denn hier los? Kevin ist erwachsen geworden. Kuno starb an Altersschwäche. Oh mein Gott. Kuno in Generation... Moment. 7? Wow. Mein lieber Kuno. Ich glaube, du bist tatsächlich gerade offiziell der älteste Biber hier. Eisbär in Generation 3. Merlin Ryder. Gibt es noch irgendwo einen armen Biber, den ich noch nicht benannt habe? Dort ist noch einer. Du bist schon 10 Jahre alt, lieber Merlin. Hier bist du. Arbeitest im industriellen Sägewerk. Da drin. In Generation 4. Könnte ich ja mal verfolgen. Na, nur aber schnell. Und nun? Ah, er sägt. Alles klar. Hoffentlich nicht an seinem eigenen Ast. So, hier geht's weiter. Eine Sprengung. Achtung, zurücktreten von der Sprengungskante. So, nächste Sprengung bitte. Einmal da. Die Pumpe ist auch fertig. Die können wir, das können wir alles pausieren hier. Die brauchen wir, das brauchen wir ja nicht. Jetzt haben wir 3 Biber übrig. Die können ihr Material hinbringen und ich habe immer noch nichts zu tun für die. Ja. Was machen wir mit den ganzen Bibern? Habt ihr hier schon was gebaut? Oh, ihr seid da fertig. Oh, das ist gut. Dann können wir dich fertig, dann können wir hier weiter basteln. Und dann kann der gute Kevin hier vorne weitermachen. Das ist super. Kevin, mein Lieber. Ganz, ganz wichtige Aufgabe. So, Sprengung ist bereit. Achtung, zurücktreten von der Sprengungskante. Geile Nummer. Sehr gut. So, jetzt sind wir eigentlich ganz gut mit dabei zeitlich. Wir haben jetzt eine ganze Reihe Pumpen neu gebaut, 3 Stück. Jetzt können wir mal gucken, wie wir das hier weitermachen. Wir könnten hier an der Ecke, könnten wir 2 Pumpen platzieren. Und das Ganze einmal umgedreht machen. Das wäre möglich. Das heißt, einmal da und einmal da. Die eine Pumpe geht, das ist in dem Fall eigentlich auch egal, welche Pumpe jetzt wie rum geht, die andere geht nach da. So. Und dann gibt es dort noch eine Plattform und so, was habe ich denn jetzt gemacht?
Ja, hab die falsche Plattform gebaut. Einmal weg, einmal weg. Einmal da eine Plattform. Das gleiche können wir an der Ecke machen. Wobei wir hier den Platz erstmal bräuchten, dann zum Sprengen. So, dann müssen wir da weiterbauen. Den nicht. Und das wird auch alles priorisiert, damit wir hier den nächsten Sprengstoff platzieren können. Das können wir auch schon bauen. Das brauchen wir auch alles. Und dann können wir von dort aus, jetzt können wir ruhig schon weitermachen, hier den nächsten Sprengstoff platzieren. Und dort auch. Gut. Also, das sieht gut aus. Das können Sie schon mal weitermachen. Und dann sprengen wir uns hier weiter. Und dann sind wir hier also auf dem Ground angelangt. Das sollte dann hoffentlich erstmal reichen. Gut. Also, wie sieht es hier mit dem Wasser aus? Halbwegs gut. Wie lange halten die noch durch? 4 Tage. Ja gut, die müssen wir mit dem Förster dann neu anpflanzen. Das können wir dann leider nicht ändern. Oh Gott, jetzt haben wir aber viele Biber hier. Schon wieder 3 Arbeitslose? Was ist denn hier los? Von den ganzen Pumpen sind das, die Bibers, ne? Was mache ich denn mit den ganzen armen Bibers? Ich habe keine Ahnung. Pass auf, dann schmeißen wir hier. Wie viel Holz haben wir denn? Dann machen wir hier mal so 2 Holzproduktionen an. Brauchen wir noch Zahnräder? Nee. Dann machen wir noch eine Holzproduktion an. Dann haben wir wenigstens ein bisschen noch was zu tun. Meine Güte. Jetzt haben wir aber auch genug Biber momentan. Wie viel haben wir hier? Haben wir hier irgendwie Bedarf an Bibern? Da gibt es noch einen Jüngling. Nee, auch nicht so wirklich. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir könnten hier jetzt weiterbauen. Die Frage ist halt, ob wir wirklich auf Erde warten oder ob wir jetzt einfach stumpf weiterbauen. Ich würde sagen, in Anbetracht der aktuellen Situation sollten wir nicht auf Erde warten, sondern wirklich weiterbauen. Ich glaube, das ist hier tatsächlich in dem Fall einfach besser. So. Das können sie schon mal bauen. Dann haben sie ein bisschen was zu tun. Da setzen wir einen Weg drauf. Oh. Habe ich tatsächlich die falsche Höhe genommen. Müssen wir schon auf die Maserung achten, dass es auch in die richtige Richtung geht. So. Und jetzt bitte. So, so und so. So, wie sieht es mit dem Altmetalllager aus? Ist noch nicht voll. Kann noch weitergemacht werden. Also, dann sollen die Biber jetzt hier weiter basteln. Das macht es. Jetzt hier das Warten, das ist jetzt hier irgendwie sinnlos. Wir müssen jetzt hier Hackengas geben und hier das Wasser anfangen zu speichern. Das wird ansonsten, dann müssen wir auf die Erde verzichten. Dann machen wir das mit der Erde ein anderes Mal. Alles easy, kriegen wir hin. Aber ich habe jetzt hier einfach Bedenken, dass das hier ansonsten nichts wird. So, du kannst wieder pausieren. Du hast kein Wasser zu haben. Ansonsten, versorgungsmäßig sieht es hier gut aus. Auch hier vorne ist noch ein bisschen was. Hier mache ich mir auch tatsächlich gerade ein bisschen Sorgen, dass das Wasser hier vorne ausgeht. Dann haben wir hier eventuell ein Problem. Müssen wir alles mal sehen. Ja, möglicherweise erweitern wir den hier noch, den Bereich. Aber auch da gibt es dann wieder Wasserprobleme. Möglicherweise. Wir werden dranbleiben. Wann sind die hier vorne? Ein paar Tage brauchen sie noch. So, Okep starb. Dann werden wir dich, mein Lieber, auch gleich wieder mit dazu holen ins Leben. In Generation 5. Tja, und wie die nächste Dürre aussieht und ob wir bis dahin genügend Wasser wieder in unseren Tanks gespeichert haben, ihr Lieben. Liebe Biberfreunde. Das seht ihr nicht mehr in dieser Folge, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir haben noch 1600 Wasser übrig. Ich denke, wir können sagen, dass wir die aktuelle Dürre überlebt haben. Aber die Frage ist, überleben wir die nächste Dürre?
Wir haben, wie gesagt, das, was ich erlebt habe, waren 2 30-Tage Dürren mit einem Abstand von 6 Tagen. Und wenn das hier uns nochmal erwischt, noch 6 Tage Zeit und dann wieder 20 Tage, dann können wir uns schon mal über das nächste Spiel Gedanken machen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.